hier haben wir einen Abgaswärmetauscher vom 1,5 MW BHKW. Der kriegt jetzt ein neues Inlet. Jetzt haben wir gerade das alte Inlet ausgebaut. Und was man hier sieht, das ist jetzt eine Glykolverkrustung, aber der Kunde, der hat ihn nämlich, weil er undicht war, abgeklemmt und ist weitergefahren. Somit ist er ja leer gekocht und das Glykol bleibt halt an die Rohre übrig. Das sieht jetzt so richtig. Hört man auch, das ist, wenn man da rummacht, das ist richtig hart. Das ist halt die Verkohlung. Wenn die normal im Betrieb ausgebaut worden, dann sind die nicht so verkohlt. Das ist jetzt richtig extrem. Aber ja, jetzt kommt er in die Werkstatt, kriegt er ein neues Inlet und dann geht es zurück und dann geht es weiter.